Und dann laufen beide Motoren. Ich kann auch einen wieder wegnehmen. Wobei der eine dann den anderen antreiben muss. Das ist dann auch wieder ein bisschen doof. Aber es ist quasi eine simulierte Gangschaltung. Okay. Dann hier vorne dieses orangene rote Konstrukt. Das ist jetzt von mir, damit die relativ gleichmäßig hochfahren. Ansonsten verhaken sich die Zahnräder. Das wird nachher der Türmechanismus werden. Funktioniert auch super und einwandfrei, wie ihr seht. Ja, also ich habe jetzt die Dynamic Version vor mir mit den Power Functions drin. In der Anleitung ist beides enthalten, auch schön abgegrenzt über diverse Farbcodes. Ja, also hier kriegen wir immer so einen Hinweis, dass wir, wenn wir die statische bauen, beziehungsweise wenn wir die RC-Variante bauen. Finde ich sehr gut, ist sehr übersichtlich, auch sehr schön zu erkennen, alles in dieser Anleitung, da gibt es auch nichts zu meckern, alles schön festgehalten, toll. Ja, und viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen, das ist der Stand bisher und ich würde vorschlagen, jetzt geht es gleich ans Eingemachte, wir machen uns noch an die Vorderachse und an die Lenkung, der Servo fehlt noch, ein bisschen Deko, beziehungsweise der ganze Vorderbau. Ja, legen wir einfach mal los und bis gleich. Ich werde jetzt anmachen, weil die letzten beiden jetzt noch verklemmen. Und ja, dann werde ich mich zurück und dann kommen wir auch schon fast zum Review. Also bleib gespannt und bis gleich. Der letzte Bauschritt ist absolviert und er ist fertig. Klarer Fall von Ängste. Also wenn ihr den letzten Bauschritt zu Ende habt, funktioniert nicht. Schlicht und ergreifend. Das fängt an mit den Türen. Wir wollen die Tür öffnen. Okay, die eine Seite geht auf. Hat was damit zu tun, die hat schon verändert. Ja, und die andere tut sich mal gar nichts, denn sie hängt hier unten fest. Sie hängt weiter fest. Und erst dann geht sie auf. Das gleiche auch mal zumachen. Hängt fest. Wenn wir es wieder verwenden. Ja. Okay, das war die erste Baustelle. Die nächste. Die Räder. Hinten alles okay. Super. Und vorne. Ja, wenn man einlenkt, dreht sich nicht mehr. Wer braucht denn so? Wer braucht den drehenden Räder, wenn man lenken will? Keine Sau, oder? Ja, okay. Aber ihr wisst, was kommt. Genau. Ich habe schon eine Lösung dafür. Okay, fangen wir mal an mit den Bugfixes für die Tür. Zum einen muss ich mal differenzieren. Fahrertür und Beifahrertür. Die Beifahrertür hat nicht so schwerwiegende Probleme. Die hat nur leichte Befestigungsschwierigkeiten. Die Grundfunktion ist drüben gegeben. Der Fehler auf der Fahrerseite befindet sich nämlich hier hinten drin. Der ist komischerweise auf einer Seite nicht, weil auf einer Seite liegt die Akkubox. Und da ist dieses Grundstück eins weiter vor. Wenn man macht die genauso hat, das ist quasi so angebracht, sah ich die Rolle ein bisschen doof aus. Deswegen habe ich mich dafür was anderes entschieden. Ich habe mir kurzerhand drei Elbits geholt, die zwei Achsen drauf haben und einen Innenrahmen drauf haben. Diese drei Elbits haben. Na, geh rein. Werde ich nicht. So, das haben wir draufgesteckt mit dem zweiten 3,5 Liter fixiert. Und das dann wieder rein. Die kommen eine halbe Noppe weiter nach hinten. Oder ein Liter, wie auch immer das hin wollt. Und hier da, jetzt haben wir hier einen Spalt Luft. Aber das führt immer noch zu unserem gewünschten Erfolg. Das geht zwar besser, aber immer noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Gut, haben wir weitergeschaut. Zum einen ist dann, wir werden das Umbau hier oben die Halterung, die sich hier drin, Moment, die sich im Dach befindet. Ja, also das Grundstück befindet sich im Dach. Ja, das ist hier in der Mitte angeklemmt und das wiederum in der Tür. Jetzt ist hier auseinander gegangen, weil die Klemmkraft ist ja absolut super semi. Und da habe ich mir kurzerhand was eigenes entwickelt. Ihr kennt das ja so. Also, das ist zum einen dieses Säulenkreuz. Ja, da habe ich mal mit der Optik drauf gesetzt, der keinerlei Bewandt ist. Einen Reaktor, ja, und dann oben die Hülse, und dann habe ich so einen Druckreaktor draufgesetzt. Ja, und das Ganze oben eingeführt, weil diese Dinge haben auch keine Friktion, deswegen passt das hier richtig gut. Die Länge ist die gleiche. Also wieder oben ein Tüten, wo es hin soll, und dann ist die Klemmkraft wesentlich höher. Ja, also wie gesagt, das war jetzt so ein kleines Detail, das mir da so aufgefallen ist. Na, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Ach, das geht ja mit rein von mir, Vorführeffekt von der Kamera. So. Geht immer noch nicht. Dann bin ich hergegangen und habe diese Achse hier noch getauscht. Ja, ihr merkt schon, die Baustelle wird immer größer. Und siehe da, es öffnet sich jetzt. Ja? Und es schließt sich auch wieder. Wunderbar. Kann man sagen, Mission erfolgreich in Sachen Tür. Ist mir nur eins aufgefallen, wie ich dann so am Arbeiten da war, dass der Mechanismus auch vorne etwas sehr richtig umgesetzt ist. Und damit meine ich diese Stelle hier vorne am Rad. Da haben wir hier hinter diesen Öffnungsmechanismus und der schleift hier rum ohne Ende, was der gar nicht muss. Weil da findet uns auch alles wieder Kraft und Energie beim Tür öffnen und kann dafür sorgen, dass der ganze Mechanismus wieder hängen bleibt. Also, da habe ich gerade die Teile wieder rausgenommen. Den habe ich jetzt wieder, das habe ich schon verändert. Wo ist mein Zeigenstab? Hier. Den habe ich hinter diesen. Da hinten, da sitzt er jetzt drin, also jetzt da hinten drin, mein 3-Elf-Arm, damit ich hier noch einen Pin einsetzen konnte, hier in die Mitte. Denn ich setze jetzt einen großen Elf-Arm da rein. Und dann kann ich mich diesen kleinen Ballpin hier oben drauf befestigen, wenn mich entlässt. Das ist andere Sicht. Fummelig hier drin, gebe ich dazu. So, den könnt ihr drin lassen, wie ihr wollt, das macht keinen großartigen Unterschied. Und damit ihr auch seht, dass das Ganze funktioniert, was ich jetzt hier umgebaut habe. Es funktioniert. Super. Also die Umbau, die ich hier vorne drin vorgenommen habe, habe ich auf beiden Seiten gemacht, so wie das, was ich hier unten gebaut habe, habe ich auch hier gemacht.
Was ich gemacht habe, habe ich wirklich nur auf der Fahrerseite gemacht. Auf der Fahrerseite ist es nicht nötig. Da ist es sowieso schon ein bisschen weiter hinten wegen dem Akku. Ja. Jetzt kommen wir noch zu dem Thema. Er lenkt nicht. Also er lenkt, aber dabei kann er das Rad nicht sehen, weil es anschlägt. Ich setze mal ganz kurz das Rad wieder auf. Ich muss jetzt gleich noch einen kleinen Schritt machen, dass das Kamerateam schwenkt. Sonst haut mir das Video jetzt nicht ab. Also, kleiner Schritt, gleich geht's weiter. Und jetzt erkennen, dass ich ihn jetzt quasi aufs Dach geschmissen habe, eine Position, in der sich aber sehr ungern befinden, aber doch ab und zu mal vorkommt. Ja, vor allem, wenn es Probleme gibt. Ja, und jetzt einfach in den passiert nichts. Ja, das kann sich nicht mitdrehen, weil nur sehr schwer. Ihr seht, es stößt hier an. Ich drücke die Seite schon fix. Ja, ihr seht, es kann sich drehen. Und hier nichts. Ja, wenn wir so umdenken, geht's. Aber wenn wir hier quasi andere Seite blockieren, wenn wir so umdenken, nichts. Gar nichts. Okay. Meine erste Intention war, was ist meine Spurverbreitung? Ja, da kommt es ein bisschen weiter heraus. Spurverbreitung relativ easy. Einfach drei von diesen. Zwei Liftarm mit doppelter Bindaufnahme. Reingesteckt, drauf gemacht. Aber das Ergebnis, ja, war auch nicht richtig. Denn dann hat er weiterhin geschliffen, nämlich da dran. Ja, so kommt er da vorbei, ohne Frage. Und mit der Spurverbreitung hat es eben dazu geführt, dass wir genau da drauf kommen. Also kurz an. Dann reden wir kurz das hin, machen wir es nochmal rein. So, eins, zwei und drei. Eine kleine Spurverbreitung. Muss ich mir zusehen, dass ich die Felge da drauf kriege. Was jetzt ein bisschen hinter ist. So, da ist sie drauf. Und wir sehen, er stößt genau da an. Und, ja, er kann sich weiter drehen, aber sehr, sehr schwer. Auch nicht gut. Okay, gehen die Suche weiter. Beziehungsweise Suche war es jetzt endlich gar nicht mehr, sondern ich habe einfach ein komplettes Bauteil entfernt. Nämlich das gute Stück habe ich einfach komplett rausgenommen. Hat keine Stabilitätseinbußen. Die drei Hinterbus mit draußen. Sonst nützt das nichts. Und dann müssen wir den Lift haben. Oh! So, jetzt habe ich die Achse drin. Und das meinte ich, die Bautechniken drin sind manchmal nicht so aber so. Jetzt müssen wir den Dreier-Liftarm da, den Fünfer-Liftarm auch noch ein bisschen weiter fixieren, sonst schlappert er uns hier rum. Aber das machen wir mit einem kleinen schwarzen Pin. Also die Kennkraft ist, wenn man es auseinander den Wind kriegt. So. Ja, das bestehende Modell mal zu verändern, ist so eine Sache für sich. Sind sie hier klein? So, ich mach mal kurz rein. Hab jetzt die Kamera. Bis gleich. Ja, ich habe jetzt einen Crash hier hinten ein bisschen mehr als ich wollte. Das hat jetzt ein bisschen alles gesperrt. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt das Bauteil draußen. Der Elefant ist durch den zweiten Schwarz. Wenn ihr seht, ich bin mit dem Blauen, das hat vorne. Ist jetzt alles frei. Ich habe das auch Problem der Optik, weil das war so da dran, das hat auch ein bisschen noch gesperrt. Okay, jetzt setze ich einfach auf die andere Seite. Und dann passt der leider nicht mehr. Aber das ist kein Problem. Ihr könnt einfach, weil ihr auf beiden Seiten mal einfach die Bedienung tauschen. Ich habe jetzt noch eine andere Sorge auf meine Schaltkiste. Und dann stimmt auch die Optik einigermaßen wieder. Ja? Es war immer noch nicht so, wie ich es gesagt habe, aber okay. So, stimmt es mir so, dass es funktioniert. Und wie ihr seht, ihr könnt lenken. Und das Rad lässt sich drehen. Und somit kann er auch fahren. Nur bis einigermaßen. Denn das Ding ist flach wie eine Flunder. Also Außeneinsatz wird es definitiv nicht geben, denn das Ding ist nicht für einen Außeneinsatz gedacht. Ich setze das Rad auf und zeige euch, was ich meine. Ach, ich und diese. Wegen, ich mag sie nicht. Jetzt läuft, dann läuft es wieder so schön. So, du dahin, du dahin. So, da ist es drauf. Und da steht er, hat leider den Zulauf gedacht, aber das ist, denke ich mal, im Moment noch zu verschmerzen. Und seht ihr, wie flach der ist? Ja, also, ich schiebe nochmal an und setze ihn aufs Eigengewicht. Und, ja, wir kriegen da noch nicht mal den Lift runter. So flach ist er. Also, für den Außeneinsatz nehmen die nicht an, außer ihr habt einen super, super glatten Boden. Ja, in der Wohnung haben wir leider keinen Platz. Und den mal wirklich ausgefahren, aber wir werden gleich mal ein bisschen auf den Tisch hinüber sprechen. Der macht schon Spaß, wenn er jetzt auch ein riesiges Mittelkreis hat. Aber ich hatte euch ja bereits erzählt, dass man auch diese Einschlagsbegrenzung rausnehmen könnte. Und ja, jetzt nach dem Umbau kann man sie auch rausnehmen. Also, ich habe nur einmal den Deko vergessen, kommt noch hier unten hin. Das ist die Schule drin. Und ja, bitte nicht wundern, dass ich jetzt benutze. Ich hole mir jetzt gerade mal die Lenkeinschlagsbegrenzung raus. Mache ich natürlich auf beiden Seiten. So, und auch hier sitzt jetzt draußen. Und wie wir sehen, drehen sich unsere Räder immer noch, egal wie sie einschlagen, und haben einen kleinen Wendekreis. So. Das waren jetzt auch die letzten Bugfixes und ich würde vorschlagen, gehen wir mal rüber zum anderen Tisch, dass ich ein bisschen auf den Tisch umklusen, weil, ja, wie es vorhin gesagt hat, zum einen draußen zum zweiten ist der viel zu flach und dass ich den bei mir hochsetzen könnte. Schade, hätte ich gerne gemacht. Aber okay, wir lassen ein bisschen auf den Tisch umklusen und bis gleich. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Fazit von dem guten Stück RT50, der Herze von DGL. Tolles Ding, tolles Modell, optisch gefällt er mir gut, wenn man auch hier und da ein bisschen was verbessern könnte. Im Großen und Ganzen bin ich hier richtig schick. Maße ungefähr 60x30, das ist ja so das Standardmaß bei den 1:8 Modellen, das geht ja nicht viel mehr her, ist ja schließlich Maße 1:8. Was haben wir Funktion? Ja, also ganz vorweg, das Fahren, und ihr seht, der richtig schön schneidig. Das Knacken, was ihr da gehört habt, das ist der simulierte Motor. Den ich ja sowieso nicht verstehe, weil man sieht ihn nicht mehr, man macht ihn sowieso doppelt und einfach zu. Diese Fahrräder, die knacken. Nicht ernst. Ja, und es schleift auch nichts mehr. Ab und zu setzt er ein bisschen auf, weil die Federung, ja, diese, dass die Federwaage eingebaut sind. Okay, er liegt fast am Boden auf, von daher kann er gar nicht so viel Federn. Und das, was er federt, ja, dann schleift er auch. Er ist wahnsinnig tief, aber das haben die Hypercars leider auch so an sich. Da ist nicht sehr viel Spielraum von Reifen zu Rathaus.
Okay, neue Funktion hat er. Die Tür. Und ihr seht, sie funktioniert jetzt einmal frei bei mir. Ich muss da gar nicht mehr per Hand nachhelfen. Geil. Mir macht das Spaß. Übrig geblieben ist auch sehr viel. Diese Seite ist jetzt das, was ich ausgetauscht habe, beziehungsweise ausgenommen habe. Und das ist das, was übrig geblieben ist. Plus ein paar Basic Pins. So weit sind wir da alle zufrieden. Auch die Anleitung lässt sich super lesen. Keinerlei Fehler entdeckt. Läuft. Ich bin besser. TGL. Und verwandelt das jetzt auch in Zukunft öfter. So ganz schön wieder. Und ich sehe quasi jetzt schon die Kommentare vor mir. Wie doch ein Großteil schreiben wird. Nee, das Ding hat mir zu viele Macken. Das funktioniert nicht richtig. Quasi ein Out-of-Box-Spiel ist nicht möglich. Stimmt, Out-of-Box-Spiel ist nicht möglich. Ich habe auch schon mal gelesen, dass die Leute das mit Gründen, dass die Mocker ja über den Tisch gezogen werden, dass das Zeug geklaut wird und dass das deswegen gar nicht funktioniert. Das ist so nicht ganz richtig, denn wenn ihr bei den Mocker mal auf Red Breaker und Mutter in den Kommentaren liest, dann werdet ihr ganz schnell darauf stoßen, dass da sehr, sehr viele Verbesserungsvorschläge an ihr laufen. Zu der Anleitung, die der Mocker online stellt. Also das ist nicht unbedingt über den Jesus, sondern wenn es nicht funktioniert, sondern auch teilweise dem Mocker. Gut, ja, außer Satz bleibt ihr euch leider schuldig, weil, wie gesagt, er ist halt aktiv, da geht jemand gar nichts drunter. Ja, also kann jetzt auch nichts. Werde ich aber demnächst auch im Sommer nachholen, da war ich dann mal so alle Hypercards, die so haben, eine Reihe fahren lassen und ein kleines schönes Schauspiel zu machen im Sommer. Fazit bleibt für mich ein Modell. Toll. Mir hat Spaß gemacht, hat mich teilweise an meine Grenzen gebracht, was ja auch nicht so oft passiert. Und vor allem nicht, dass man ganz, ganz am Schluss, wenn man schon fertig ist, zu den Fehlern kommt. Das hatte ich bisher noch nie. Aber wie ihr seht, die sind ausübbar, das mit relativ überschaubaren Mitteln. Auch die Tuning-Sachen, Leck Geometrie war drin, sprich, wir haben den Stopper rausgenommen. Und dann ist der Leck größer. Hier hinten, wenn du uns rausnehmen, das knackt nervig ohne Ende. Das, wie gesagt, das ist das obere was zum Fake-Oder geht, das werde ich rausnehmen. Ja, tolles Ding, macht Spaß. Einmal frei. So, da sind wir oben. Und so können wir bald wieder runter. Gut, also, mir fällt mir macht Spaß. Reiß ich jetzt ein, ich bin bei der Rede 1, 8, 3, und jetzt bin ich dann auch schon wieder neun Projekten.